Und die Aufnahme für YouTube hat auch schon mittlerweile begonnen. So. Wie viel haben wir jetzt hier? 18. Und hier haben wir schon 15 Kohle. Was können wir hier nochmal herstellen? Nur Metallplatten. So, ich würde aber jetzt noch mal Kupfer sammeln gehen. Also hier im Norden gab. Warte mal. Wo war denn das noch mal? Hier gab es sehr viel Kupfer. Reisen wir dahin. Wegpunkt setzen. Obwohl da... Ist das auch Kupfer? Ne, das ist Lehm. Das ist Lehm. Suchen Kupfer. Jede Menge brauchen wir. Hier haben wir schon mal was. Aber viel kriegen wir davon auch bisher nicht. Kriegen wir immer nur ein Erz? Vereinzelt immer. Gucken, ob wir eine größere Ader finden. Das hier sieht interessant aus, der Weg. Ganz schön düster die Musik jetzt auch. Da haben wir wieder Lehm. Lehm ist aber nicht das, was wir suchen. Zumindest aktuell. Natürlich kommen die jetzt. Jo, so kämpfen. So, was haben wir hier? Warum hört sich das hier wie eine Höhle an? Da oben haben wir Kupfer, aber da kommen wir nicht ran. Sieht auch interessant aus. Was ist denn das denn für ein Weg? Da haben wir Kupfer, jede Menge. Da kommen wir aber nicht so hoch. Hm? Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 6 Erz.
Hier scheint es auch richtig schön zu sein. Wo genau befinden wir uns? Hier haben wir einen Höhleneingang. Hier ist das ja richtig hübsch. Da haben wir eine Stadt, die wir noch nicht besucht hatten. Ich hoffe, wir sind in der Lage, dort alle kaputt zu machen. Ihr Würzburg. Hallo, jemand zu Hause? Ja. Welche Stufe hatten die jetzt? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ab in den Keller. Stufe 15. Jetzt komme ich hier nicht durch. In dem Gebäude ist nicht mehr. Aber was gibt's denn hier abgesehen von Ratten? Sonst noch? Wölfe? Ja, okay. Wir greifen lieber die Flucht. Stufe 15 sind wir nicht so weit. Das ist 3 Level über uns. Hier haben wir Erz. Hier, das haben wir gesucht. So, einmal kurz hinsetzen. Können wir ein bisschen mehr Ausdauer tanken. Und dann mehr von dem Kupfererz hier einsammeln. Ich hoffe, wir kriegen bald auch eine bessere Spitzhacke. Und es wird schon wieder dunkel, natürlich. Es muss immer dunkel werden. Ja, aber wir sind eh jetzt erstmal nur wegen dem Erz hier.
wie viel haben wir jetzt? 20. Ich würde sagen, wir sammeln, bis wir bei ungefähr 50 sind. Pi mal Daumen. Erz. Oh nein, die Spitzhacke ist gleich hinüber. Oder wir sammeln, bis die Spitzhacke hinüber ist. So. Nein, kein Stein. Sammelt sich hier einfach mal Stein ein. Noch ein bisschen. Okay. Jetzt, hier Würzburg. Da haben wir es. Zeit für die Ernte. Ah, okay. Hätte ich so oder so irgendwann hier hingemusst. Aber wir gehen jetzt mal nach Hause. Dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen Erz. Und vielleicht können wir schon die ersten paar Kupferrüstungsteile machen gleich. So, wie weit ist denn hier? Okay. Hier haben wir auch schon 45. So. Eine, 41 Erz haben, okay. Würde sogar noch gehen. Okay, sonst haben wir nichts mehr für hier. Dann gehen wir mal schlafen und gleich nochmal die Sachen reparieren. So, einmal alles repariert und dann noch mal gucken, was machen wir mal weg. Ich würde gerne schauen, ob hier das eine Viech da für die Miasma-Seele wieder zurück ist. Oder schon jetzt respawned ist. Die Gegner sind auf jeden Fall wieder da. Er sieht so aus, als wäre das nicht respawned hier. Dann würde ich dahin gehen wollen. Und da mal schauen, ob wir da noch eine Miasma-Seele kriegen durch den Gegner. Das sind ja halt die Großen, die irgendwie Miasma-Seelen geben. Nicht die Wurzeln selber. Sondern die Gegner, die dort lungern.
so, da oben. Ja, okay, das ist dann. Machen wir dahin und gehen einmal aus dem Miasma raus. So, einmal Schnellreise dahin und dann gucken wir, ob da auch noch ein Monster ist. Mit einer Seele. Ja, da muss definitiv einer sein. Die beiden sofort auf einen Schlag. Müsste hier nicht einer sein? Vom Großen? Müsste hier nicht ein großer Gegner sein? Ich hau den trotzdem mal kaputt, den Baum. Den nehme ich trotzdem mal mit. Hier war jetzt aber kein größerer, ne? Wo krieg ich jetzt noch eine Miasma-Seele her? Ganz kurz überlegen. Hier vielleicht? Ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn wir da einmal gehen und von da dann einmal zu dem und da mal gucken. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt erstmal auf die Schnelle noch eine Miasma-Seele finden soll. Wir brauchen ja noch einen. Hierfür.
Was mit dem da auf sich hat, das frage ich mich eigentlich immer noch. Wenn wir da vielleicht mal rein können oder so. So, hier haben wir die Straße. So schnell kaputt. Das Ding geht nicht so schnell kaputt. Stimmt, da waren Viecher. Hier müssen noch Viecher sein, die größer. Mit mir erstmal sehen. Oder nicht? Oder hier? Also bis jetzt null Schimmer, wo ich suchen muss. So, vielleicht trinke ich nochmal aber einen Schluck Wasser. Ich glaube, ich muss über die Brücke, beziehungsweise hier so rum, und dann komme ich dahin. Hätten wir uns auch einfach dahin porten können. Egal, sind wir dann den Weg erstmal gelaufen. Dann ist das halt so. Jetzt ist die Frage, kommen wir von hier darüber? Wurde knapp. Ja, hier sind die Viecher mit Miasma-Seelen. Die haben doch welche. Die werden zwar jetzt laut. Hier, eine Miasma. Hoppala, die Münze habe ich jetzt vergessen. Komm, ich mache erstmal das Viech da weg. Also die Wurzel. Dann habe ich kein Zeitproblem. Das Ding weg. Das weg. Das weg. So, wo ist das andere Fliegende? Der hat auch eine Seele.
damit. Da muss die mal so laut sein. So, wo ist der Große? So. Einmal alles mitnehmen. Autsch. So, mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch einen. Das. So, und der schießt da die ganze Zeit auf uns. So, aber das ist der Spot, wo wir immer 4 Miasma-Seelen bekommen. Nice. Mal gucken, vielleicht gibt es hier auch mehr. Wenn wir mehr von diesen fliegenden Viechern hier finden, kriegen wir auch mehr Seelen. Ne, ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Dann porten wir uns mal wieder nach Hause. So, wir brauchen die. Können wir zerlegen? Warte mal. Einmal kurz gucken. Der hat 10 Kraft, der 21 Kraft. Dann weg damit. Hoi. So. Flamme, Stufe 3 von 2, Miasma-Seele. So, wie groß ist jetzt unser Gebiet genau? Wenn wir jetzt auf den Hammer gehen. Wo ist die Grenze? Hier ist die Grenze. Oh, wir sind kurz vor dem Gebiet. Was passiert, wenn wir... Was wird passieren, wenn wir das hier komplett mit einnehmen? Mit dem Flammenaltar? Verschwindet dann das Miasma? So, da brauchen wir jetzt 10. Dann haben wir eine Größe von 160 mal 160. 160, ja. Hier brauchen wir Schleim, Myzel, Funken, Indigo-Pflanzen, Bernstein,
Kupfererz, Blut-Irrlichtwürm. So, hier ist fertig. So, dann können wir jetzt den Schmelztiegel machen, ne? Die Schmelze. Ah, Schmelztiegel ist oben. Den haben wir ja hierhin gepackt. So. So. Ich würde den dann auch nach draußen packen. Packen wir den mal hier hin. So, Quest abgeschlossen. Schmelzsiegel für eine Schmelze benötigt. Hi, Oldcoin. Ja, heute bin ich quasi in Laune gewesen. So. Kessel für eine Feuerstelle. Ah, schön dich zu sehen. Hör mal, ich würde gern für unsere Mannschaft kochen und die Stimmung heben. Eine Feuerstelle mit einem Kessel würde helfen. Aber ich habe meinen einem Freund gegeben, als ich unsere Karawane trennte. Er war auf dem Weg zu Leuchtenstein. Vielleicht könnten wir ihn zurückverlangen. Grüß bitte Raul von mir, wenn du dort bist. Feuerstelle bei Boyard. So, aber ich will jetzt erstmal gucken. Hier können wir für Kohle und Kupfererz 10 Kupferbarren machen. Hier haben wir 41. Lass mal die Miasma-Sporen, die wollte ich doch woanders haben. Hier. So. Oldcoin, aber erzähl mal, wie geht's dir denn? So, warte mal, ich wollte jetzt auch hier einmal gucken. Da Leine, Kohlen, Metallplatten. Ah, warte mal. Ah, das kann ich nicht machen, weil ich keine Leinen habe. Da brauche ich Kupferbarren, Kohle und Bernstein. Kupferbarren, Kohle. Einen Helm könnten wir zumindest schon mal hinkriegen. Von dem Set. Break a leg. Habe ich noch im Inventar? Nur der Kupfer. So. Schmeißen wir das schon mal rein. Wie lange brauchst du für einen? Okay, wir brauchen definitiv mehr Erz. Ich will auf jeden Fall schauen, wo wir uns mal eine Stadt bauen können. Ah ja, und erstmal meine Sachen reparieren. Beziehungsweise mal gucken, was wollte er hier für den Gleiter nochmal? Mir erstmal Holz, Leinen, Garn und mir erstmal Sachen. Wie kommen wir an Leinen? Happy to help. Feuerstelle. Hier brauchen wir Kessel, Feuerstein, Stein und Metallschrott. Das meiste haben wir. Zeit für die Ernte. Eine wichtige Untersuchung. Was sind das denn für ein Helm? Die Plünderer haben die Irrwurzburg erobert. Besiege die Plünderer Mutter, um die Stadt zu erlösen und dir deine Trophäe zu sichern. Erreiche die Hauptstadt Leuchtenstein.
Was Katze üten? Okay, seine halben Stunde wieder zu Hause. Zurückfunden. Ja, okay, öffentliche Fahrmöglichkeiten bin ich auch kein Fan von. So, wie du sagst, so zu voll und zu spät und so weiter. Ah, nein, auch noch auf der Rückfahrt, drei Viertel der Strecke, hat die Bahn einfach Feierabend gemacht. Ah, das ist auch richtig mies. Boah, ich hoffe aber, du hast trotzdem geschafft, heil zu Hause anzukommen. Okay, die nächste kam 2 Minuten später. Okay, immerhin. Immerhin etwas. So, aber sowas ist ja richtig mies, wenn die einfach Feierabend machen. So, hier ist die Handspindel, ne? Grenzwache Regler. Reisen wir mal dahin. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin auch gar kein großer Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Da bin ich auch, wenn es sein muss, dann lieber fahre ich selber. Klar ist es entspannter dann, wenn man damit fährt und keinen Zeitdruck hat oder sowas, hier irgendwo hinzufahren und sowas. Da kann man selber irgendwie noch ein bisschen am Handy daddeln oder so, oder am Laptop irgendwie, keine Ahnung, seine Arbeit machen oder was weiß ich. Oh, Rübensetzling. Eine Waldrübe haben wir entdeckt. Gemüsepüree bei Bäuerin können wir machen. Nice. Ich hoffe, wir sind jetzt aber in der Lage, hier, was auch immer wir hier nochmal machen müssten, die Leute zu bekämpfen. Schade, ich hatte gehofft, das Erz würde kaputt gehen, dass wir das mitnehmen können. Ich will eine bessere Spitzhacke. Oh, da, zu oft Stehplatz ist auch richtig mies. Klar, okay, wenn es voll ist und ich sehe, dass eine ältere Person stehen muss, dann stehe ich auch oft einfach auf und biete dann meinen Platz an. So, weil. So nach dem Mo ich denke mir so oft auf, ich bin noch jung und ich kann noch stehen und so weiter. Ich habe noch die Kraft dazu und so weiter. So, Standort oben. Höhleneingang entdeckt. Es kam auch tatsächlich so. Sogar einmal vor. Oh. Ah, die Höhle. Die Höhle. Es kam sogar tatsächlich einmal vor, wo ich meinen Sitzplatz angeboten hatte einer älteren Person, einer älteren Dame. Und da hat sich einfach mal irgend so ein Jugendlicher einfach mal behauptet, sich einfach den Platz zu krallen, in dem Moment, wo ich aufstehe und meinen Platz anbiete. Da habe ich dem auch erstmal eine Ansage gemacht. Klar, ich bin in den meisten Fällen immer so eher zurückhaltend und so. Aber in solchen Fällen, da
Da kann ich auch anders werden. Jo, wie viele... Wie viele Spinnen sind denn hier? Und wo kommen die alle? Das war es doch jetzt, oder? Die sind jetzt hinüber, oder? Ne, das ist ein neues Leuchtschwert. Das ist jetzt ein blaues. Das vorherige war ein rotes. Ein orangenes. Den habe ich heute sogar noch gefunden. Keine Ahnung, von wo die alle herkommen. So. Die Handspindel haben wir gefunden. Das sind Pfeile, aber die kann ich mitnehmen. Eine schlaflose Nacht. Von den Felsen geht eine wohlige Wärme aus. Ich werde wohl heute Nacht kein Feuer brauchen. Ich höre sie in der Ferne, suchend, heulend. Der Wind trägt ihren Wahnsinn in meine Richtung. Ein Luftzug aus den Minen. Wonach graben sie? Ihre Schreie zerreißt die Stille der Nacht und verscheuchen jede Beute. Ich bin am Verhungern. Hätte ich mich mit Vorräten eindecken sollen, als ich in der Nähe von Irwurzburg war? Nein. Der ganze Ort stinkt nach Blut und Verrat. Ich kenne den Geruch nur zu gut. Wenn es sein muss, werde ich den Hunger im Herzen tragen. Gibt's hier noch mehr? Verloren im Miasma. Hat sie aktualisiert? Führt auch irgendwie nur im Kreis. Okay, das ist der Ausgang. Aber ich will mich jetzt trotzdem noch weiter umsehen. Hier geht es noch weiter. Diese kleinen Viech finde ich aber super, dass die relativ schnell kaputt gehen. Da oben ist das ganze Licht jetzt weg. Ich sehe gar nichts mehr. Nee, es führt alles hier nur im Kreis. Dann gehen wir raus. Dann gibt es hier nichts mehr zu holen. War das nicht der Ausgang? Das war der Ausgang. Ja, super. Na toll, jetzt ist sogar Nacht geworden. Was haben wir hier?
Verloren im Miasma. Kleinen Rucksack. Haben wir schon einen? Ja, wir haben einen. Okay. Handspindel kann die jetzt machen. Okay. Fossilen Knochen. So. Hier können wir nochmal den hier jetzt neu machen. Und... Ah, jetzt können wir... Flachs brauchen wir. Ich gehe nochmal rein, weil da drin konnten wir pennen. Wir müssen Flachs sammeln. Gleich. Wo müssen wir hin? So, hier kann man schlafen. Ja, so kann man auch schlafen. Alles klar, Oldcoin. Bis gleich. So, dann haben wir es jetzt wieder hell. Wo finden wir Flachs? Ist das da Flachs? Bitte lass das Flachs sein. Ja, das... Okay. Diese blauen Blumen sind Flachs. Die finden wir hier. Da sehe ich jede Menge. Hier noch mehr von den blauen Blumen. Ist das nur Nebel oder ist das schon Miasma? Hier ist auf jeden Fall wieder Flachs. Die sollen mich nicht nerven. Kümmert euch um den Wildschwein, ja? Bitte. Hier noch mehr. Ich versuche mal irgendwie zu erkennen, ob da noch mehr irgendwo sein könnte. Also ich glaube, ich bin ein bisschen blind, was Flachs angeht.
Haselnüsse, perfekt. Hier ist noch mehr Flachs. Okay, unten hauen sich welche kaputt. Ist sonst noch irgendwas zum Einsammeln vielleicht? Nö. Wo sind die alle? Aber dass die einen da mittlerweile springen können, das ist mir auf jeden Fall neu. Der versucht die ganze Zeit zu springen. Nice. Aber seit wann können die denn springen? So, willkommen zurück, Oldcoin. Komm. Ich will einen Headshot machen. So, was mit denen? Der bleibt auch einfach doof stehen. Ich muss auch bald wieder neue Pfeile machen. So. Okay, hier gibt es nur noch diese Wölfe, glaube ich. Okay. Und den hier. Okay.
Komm hier hoch? Ja. Warte mal. Ich führe zu einer Stadt, die ich noch nicht entdeckt hatte. Ich brauche jetzt etwas, um meine Ausrüstung zu reparieren. Wenn hier so ein Bügeleisen da wäre. Okay, wer geschossen? Wo ist hier einer? Unten? Von hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer hier von wo schießt. Weizlo. Oh nein. Stufe 13. Und das sieht mir sehr verdächtig aus. Was hier geleuchtet hatte, rot. Was haben wir denn da? Ring der Habgier. Wow. Warte mal, haben wir für hier Weizlo irgendwie eine Quest oder so vielleicht? Wir haben wieder zwei Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. So, Steinmetz. Die Spitzhacke verursacht 30% Schaden gegen Steinobjekte, einschließlich Ressourcenadern. Holzverleihexplosion. Ja, okay. Erlöse, du benötigst nur drei statt. Alter, der hat mich jetzt erschrocken. So, was war das jetzt? Erlöser. Ja, Verbündete habe ich hier aktuell noch gar nicht. Alle Werkzeuge 4. Könnte das hier mal machen. Aber ist außer Reichweite. Das heißt, Steinmetz, Holzfäller. Ich würde eher das hier dann machen, bevor ich die hier mache. Und bei der nächsten Stufe machen wir das. Bergarbeiter. Beim Abbau von Ressourcen besteht eine Chance von 10% zusätzliche Ressourcen zu gewinnen. Hätte auch was. Oh, die kämpfen gegen die Bienen. Ich brauche jetzt aber dringend ein Bügeleisen. Autsch. Da leuchtet was, ne? Hier ist was zu lesen.
Das Gebräu gehört uns, Bruder. Die Elixierdestillerie läuft immer noch über von dem Zeug. Niemand wird bemerken, dass ich etwas genommen habe, oder? Komm rüber, lass uns trinken. Cheers, Samuel. So, ich brauche jetzt aber dringend etwas, um hier meine Waffe zu reparieren. Irgendwie eine Werkbank oder so ein Bügeleisen, was eigentlich ein Amboss ist. Irgendwas in dieser Richtung. Na toll. Ich laufe auch immer in die Dinger rein. Verprügeln geht auch. Ich habe etwas knacken gehört. Frühmorgens war ich an der Mühle. Sie knarrte ganz furchtbar. Ich schob so fest ich konnte, doch etwas blockierte sie. Zu meinem Entsetzen war irgendein Trottel hineingeklettert und liegt jetzt da, begraben unter Wurzeln. Sein Körper geschwollen und aufgedunsen. Der Saft der Pflanze tropfte von seinen Lippen. Ich fischte heraus, was von ihm übrig war und kehrte es noch vor dem Morgenläuten unter die Dielen neben der Mühle. Wenn das der Leiter der Hygieneabteilung erfährt, kann ich mich von meiner Prämie verabschieden. Die Mühle. So, ich habe jetzt auf jeden Fall ein Problem, dass meine Waffe hier hinüber ist, mein Schwert. Na toll. Kann ich das hier? Nein. Das wäre lustig, wenn das Ding einfach jemand auf den Kopf fallen könnte. Dann Matsch. Ich muss sie jetzt erstmal nur erschießen. Kann ich eh jetzt nicht anders machen. So, jetzt brauche ich dringend etwas, um meine Waffen zu reparieren. Hier ist auch nichts. Aber hier gibt es auf jeden Fall was zum Lesen. Nein, nicht er. Er. Thank you.
bevor die Fackel auch noch hinüber ist. Ja, hier haben wir was. Und da haben wir auch noch irgendwas, aber anscheinend können wir da nicht hin. So, wir haben was gefunden auf jeden Fall. So, da vorne gab es was zum Lesen. Wir haben hier wieder Bomben. Perfekt. Lieber Oscar, du warst schon immer mein Lieblingssnapper, so jung und rüstig. Oh Oscar, meine alten Knochen klappern. Ich kann mich kaum noch um die Farben Immergrün kümmern. Welch Schande. So weite Felder, reif und üppig. Perfekt für einen jungen Recken wie dich. Ich überlasse dieses friedliche Gehöft deinen fürsorglichen Händen. So, was war hier jetzt aber nochmal die Mühle? Das da. Da drin leuchtet auf jeden Fall was. So, was mit dem da? Oben steckt er fest. So, und was haben wir hier? Waldrübe und Pflanzenfasern. Okay. So, aber jetzt können wir hier rein, ne? Warte mal, ich sehe da was. Nice. Oh, was haben wir hier? Narren, Bruder, du verrätst mich also wie der Rest. Ihr seid alle Feigling. Ich werde meine eigenen Elixierbrunnen graben. Alles Elixier in Gluttal soll mein sein. Ich werde mich nicht länger auf die alten Wege und die alten Namen verlassen. Dies ist der Anbruch eines neuen Zeitalters. Das Zeitalter von Samet. Genau, Met. Oder Met. So, jetzt aber wollen wir hier rein. So, hier gab es noch was. Mehr benötigt. Bruder, selbst jetzt kann ich seine Kraft spüren, die mich durchströmt. Das Elixier ist ein Wunder. Ich fühle mich schon wie ein neuer Mensch. Überfallen wir heute Abend die Elixierdestillerie? Die anderen werden nichts ahnen und wir werden das Elixier monatelang für uns haben. Wenn du mir gegenüber auch nur einen Funken Loyalität verspürst, dann komm um Mitternacht in mein Zelt. Man sieht sich, Samuel. So, warte mal. Ging es hier noch weiter nach oben, ne, oder? Doch. Hier ging es noch weiter nach oben. Ah, und hier haben wir so einen Schrein. Ach so, hier. Ich wollte schon sagen, wo steckte der denn jetzt bitte fest? So, gibt's hier noch mehr?
Ich übersehe die Dinger immer wieder. Okay, hier gibt es wahrscheinlich nur einen Keller. Oben muss es doch auch noch was geben. Wenn ich auf der. Ja. Nein. Funzt nicht so, wie ich das möchte. Aber was war hier nochmal die Mühle? Achso, das sind nur Stofffetzen, die brauche ich nicht. Hier haben wir das Klo. Hier drunter ist nichts. Vielleicht. Keine Ahnung bis jetzt. Aber die Handspindel haben wir jetzt. Die Feuerstelle der Bäuerin. Vielleicht können wir auch die Tischsäge schon machen. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Das brauchen wir nicht. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Flachs brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. Warte mal. Wo muss ich dafür hin? Stimmt, da war ja was. Da sehe ich Flachs. Aua. Gibt es noch mehr Platz in der Nähe oder so? Ja, ich habe es noch geschafft, oben zu bleiben. Perfekt. Wird auch schon wieder dunkel. Ich glaube, ich sehe da Flachs. Umso mehr Flachs wir kriegen, umso besser. Refugium der Flamme. Hier waren wir noch nicht. Es kriecht unter meinem Fleisch. Ich spüre seine Zähne immer noch in meinem Fleisch.
Der erste Biss war nur ein bitteres Vorspiel für die vielen Weiten, die folgten. Ich fürchte, meine Zeit ist gekommen. Meine Muskeln spannen sich an, meine Haut dehnt sich. Ich kann sie im Kerzenlicht sehen, wie sie nach außen drängen. Ich wurde in der Katakombe verflucht. In meinem Brustkorb nagen 1000 Bisse. Beschreibt er gerade seine Verwandlung zu diesem Miasma-Wesen? Also ich stelle mir das schon schmerzhaft vor. Zu so einem Ding hier verwandelt zu werden. Warte mal, da vorne war ja so ein Turm. Vielleicht kann man da irgendwie pennen. Ich hoffe, da ist ein Bett. Interessant Turm auf jeden Fall. Yo! War jetzt nicht das, was ich erwartet habe. So, Salz nehme ich auf jeden Fall mit von denen. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ich hätte jetzt nur gerne ein Bett, das heile ist. Das ich auch benutzen darf. Öffnen. Brustpanzer des Bogenschützen. Warte mal. Sieht viel cooler aus, finde ich. Ups. Der gibt mir aber mehr Lebenspunkte. Aber ich werde den behalten. Wäre nur schön, wenn hier ein Bett wäre, das ich jetzt auch wirklich nutzen könnte. Ach, weißt du was? Dann scheiß mal drauf. Suchen wir uns einen anderen Weg, irgendwie da entweder zu pennen oder wir machen die Nacht hier durch.
Aber bitte lass da ein Bett sein. Bitte. Ja, hier gibt's ein Bett. Perfekt. Was gibt es denn da sonst noch? Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht hier irgendwo uns eine neue Siedlung hinsetzen. Schon hier irgendwie im Wald. Wenn ich hätte auf jeden Fall was, da hätten wir auch Kupfer. Hier haben wir Flachs. Wir brauchen sehr viel Flachs auf jeden Fall noch. Und sehr viele Äste. Haben wir neue Munition machen können? Neue Holzpfeile? Holzpfeile. Müsste fürs Erste reichen, glaube ich, oder? Gibt es hier noch Flachs im Umkreis? Da. Da vorne hat ich noch einen gesehen. Bei der bösen Blume. Auch nenne ich die Wildschweine. Wie viel Flachs haben wir jetzt? 23. Ich glaube, das wird nicht reichen. Also das ist nur Lehm. Ich dachte schon, warum leuchtet das so? Ja, hier kann, also Real Life hätte ich auch gesagt, so sehr schlechter Platz, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber hier wundert es mich auch, wo ist überhaupt fließendes Wasser? Das war noch bevor du da warst, da hatte ich auch einfach mal die Frage gestellt gehabt, gibt es hier überhaupt Flüsse? Was haben wir hier?
Der Turm muss in den Himmel ragen. Baut höher. Der Turm muss den Zenit erreichen und es mit der Anmut der Sonne selbst aufnehmen. Mutter Leandra verlangt es so. Ich habe den feinsten Burgstein besorgt. Hinter dem Turm liegt eine Menge davon. Nur das Beste für Mutter Leandra. So, nehmen wir alles mal mit. Wer schießt hier wo auf mich? Die Gifttypen, die mag ich nicht. Nein! Ah, verdammt. Okay, ich würde sagen, das machen wir gleich. Ich brauche davon jetzt erstmal eine Pause, wenn ich jetzt einmal gucke. Ich muss den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Dann bin ich gleich wieder da.